ja? Das wird bestimmt auch in eurem Interesse liegen, weil bestimmt nicht alle Leute von euch wissen, wo die Daedra-Schreine sind und wie man die Quests löst, weil manchmal sind sie auch ein bisschen rätselhaft gestellt. Und dann werde ich euch erklären, wie man die Quests macht, beziehungsweise ihr könnt dann natürlich mitverfolgen, wie ich sie mache. Und ich werde die besten und seltensten Gegenstände im gesamten Spiel holen. Zumindest die offensichtlichen, die man von den Daedra-Schreinen kriegen kann. So, falls ich mit der dunklen Bruderschaft und der Arena nicht auf Stufe 10 kommen sollte, dann mache ich einfach die Hauptquest. Und irgendwann komme ich dann auf Stufe 10 und dann ist die Sache auch gegessen. Und ja, und wenn wir die dunkle Bruderschaft fertig haben, die Arena fertig haben und wenn wir alle Daedra-Schreine durchgemacht haben, mache ich die Story fertig und wenn wir die Story fertig haben, werde ich das Oblivion-Let's Play beenden. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Und wir werden schon mal angenehm begrüßt, wie ich das hier sehe. Es hat ein bisschen gelaggt, aber wie es aussieht, konnten wir ja an einen angemessenen Gnadenschusswert passen. Aber es war ja klar, dass hier wieder alles bewacht sein wird. Ich bräuchte kurz eine Karte. Ja, also wie es aussieht, Hallen, hier werden wir bestimmt am Ende wieder rauskommen, den Hebel betätigen und dann kommen wir direkt wieder an den Anfang. Nein, ich habe schon wieder übersehen. Ach, wieder ein Bogenschütze. Ich dachte schon, der hat mir jetzt nochmal ausgewichen. Mann, Mann, Mann. Ich bin der Einzige, der die Ausweichtaktik bei Bogenschüssen verwenden darf. Der hat aber mehr Pfeile verschossen, als ich gedacht habe. Na gut, mir soll's recht sein. Und was für ein Bogen? Eiserner Bogen. Langweilig. Aber immerhin hat er ordentlich Pfeile. Ich brauche nämlich unbedingt einen besseren Bogen. Was heißt unbedingt? Ich komme auch derzeit mit diesem Bogen super zurecht, wie ihr sehen könnt. Und ich höre Stimmen. Da hinten läuft jemand. Oh Gott, da sind gleich zwei. Einer ist down. Und der zweite ist down. Also irgendwie sind die Orks, obwohl die hier auch zum Teil schwere Rüstung tragen, ziemlich schwach. Ja gut, dafür gibt es wahrscheinlich auch Mods für Oblivion, die dann die Balance bei bestimmten Gegnern und bei bestimmten Missionen verbessern. Und mir wurden auch schon so einige Mods empfohlen. Und gesagt, hey Stone, probier mal den und den Mod. Der balanciert die Gegner-XP mit ihrer Schwierigkeit aus und dann ist es ein viel besseres Spielerlebnis. Und ich weiß echt zu schätzen, dass ihr mir helfen wollt und mir aushelfen wollt mit den Mods, aber ich möchte trotzdem, bis auf den Übersetzungsmod, Oblivion so Vanilla wie möglich zocken. Also sprich, so viel wie möglich in der Originalversion zocken, wie ich es am Anfang mal erwähnt habe. Da es echt wahnsinnig viele Mods für Oblivion gibt. Oh, Falle. Und ja. So, so, wen haben wir denn hier? Verdammt, schlechter Ort zu schleichen. Und jetzt fällt um und. Der hält schon ein bisschen mehr aus, aber im Prinzip habe ich auch nur drei Pfeile gebraucht. Wie sie einfach nur Stahl- und Eisenzeug tragen, das ist irgendwie ein bisschen enttäuschend. Eisen, Eisen, Eisen. Ich frage mich, was für eine Stufe ich brauche. Oh, Rubin und Gold. Was für eine Stufe ich brauche, bis hier die besseren, bis die Gegner die anfangen, die besseren Sachen zu droppen. Denn wir wollen ja Fortschritte sehen. Oh ja. Na, immerhin fangen sie schon mal an, Silberpfeile zu droppen. Das ist natürlich auch von Vorteil. Wie viele Eisenpfeile? Ach, erst einen, okay. Dann lohnt sich es noch nicht, den zu benutzen.
Gut, jetzt, ich fühle mich schon mal jetzt viel besser, wenn ich Oblivion zocke, weil ich jetzt endlich mal ein Spiel habe in dem, ein Spiel, weil ich endlich mal ein Ziel in dem Spiel habe und davor habe ich mir die ganze Zeit nur überlegt, was könnte ich noch machen, was könnte ich mitnehmen, ich weiß nicht, wie lang dieses Let's Play noch laufen wird und so, aber mittlerweile geht das. Ups, es spielt sich nämlich immer viel angenehmer, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Und ich find's auch lustig, dass ich den Kumpel von dem Kerl erledigt habe, niedergeschossen habe. Der war voll am Kämpfen und so. Und der hat hier gar nichts gemacht. Der hat einfach nur gechillt und zugeguckt, bis er an der Reihe war. Ich meine, ich find's sehr freundlich von ihm, aber vorteilhaft war's für die beiden nicht. Ja, denen fehlt hier noch so ein bisschen die Koordination. Aber Leute, wenn ihr viel übt, dann wird das was. So, was haben wir hier? Eine Übungspuppe. Na, mir gefällt aber schon mal auf jeden Fall der Loot in diesem Dungeon. Sehr nice. So fucking... Ja! Nein! Oh, scheiße. Egal, ich fühl mich jetzt auf jeden Fall schon mal viel, viel besser. Ich habe viel trainiert. Waffenhandbuch, Rüstungshandbuch. Waffen- und Rüstungshandbuch geben mir keine Punkte auf irgendwelche Skills. Okay, komisch. Wieder 11 Gold. Schön. Dafür sind die Nebenquests echt toll. Um viel Geld zu verdienen. Ups, ich habe das Gebiet gewechselt. Jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, ob ich das vorherige Gebiet komplett abgesucht habe. Aber egal. Da ist der grüne Pfeil auf der Karte. Das heißt, wir sind schon mal im richtigen Stockwerk. Und hier haben wir wieder eine Wache. Hat die einen Bogen? Nee. Die Wache hat aber lang gebraucht, um auf mich zuzurennen. Stahl-Claymore. Ui. Ist mir aber zu schwer. Aber die Stahlstiefel stecke ich mal wieder ein. Ne, das ist auch nur eine Puppe. Aber ich wette, in diesem Raum hinter irgendeiner der Säulen gammelt wieder jemand rum. Vielleicht soll ich auch... Ah, hier, da hinten. Vielleicht sollte ich auch irgendwann mal wieder die Infravision benutzen. Ja, Heilung. So, hat ja aber auch nicht viel gebracht. Nächster, bitte. Na. Zum ersten Mal seit langer Zeit hat mir wieder ein Bogenschütze in die Fresse geschossen. Das fand ich nicht sehr nett. Es hat sich nicht angenehm angefühlt. Absolut nicht. Nein! Gut, dass wir faul sind. Haha. Ich liebe diese Schlossknackzauber. Das ist zwar eine extrem faule Lösung, aber ich bin faul. Ich liebe es mir, die Wege zu verkürzen und die Sachen schneller zu lösen. Tränke, her damit. Yay! Ein Silberbogen, super. Ich glaube, ihr wisst, was das heißt. Das heißt, dass wir demnächst irgendwann wieder... Ich brauche kurz etwas Heilung. Dass wir demnächst irgendwann wieder in ein Oblivion-Tor reinspazieren gehen. Und uns einen... Stein, so einen Siegelstein holen, um uns den Silberbogen zu verzaubern. Der hat nämlich 7 Angriff. Der Eisenbogen hat auch 7 Angriff. Komisch. Und voll repariert hätte Schattenjagd auch 7 Angriff. Vielleicht hat der Silberbogen voll repariert. Gut, dass ich die kaputten Sachen aufgehoben habe. Kann ich gleich mal meinen Reparaturskill verbessern. Jedenfalls, was wollte ich sagen? Ne, voll repariert hat der Silberbogen auch nur 7 Angriff. Ich
bleib bei meiner lieben Schattenjagd. Solange sie noch 7 Attacke hat, ist mir das genug. Eins muss ich denen lassen, die haben es hier echt gut bewacht. Aber wir haben mittlerweile 21 Eisenpfeile, dann wollen wir die auch erstmal verschießen, zum Beispiel für die Falle hier. Gut, voll geheilt sind wir auch, dann können wir uns wieder ein Licht reinschmeißen. Und es geht weiter in diesem Dungeon. Ich kann euch riechen. Komm, bleib stehen. Genau so. Und zack. Oh, das hat aber nicht so viel Schaden gemacht. Ui, das sieht doch mal schick aus. Hat er gerade eben die Tür... Ich will deine Rüstung. Das sieht nämlich nach Dwemer aus. Dwemer ist zwar leider nur... Okay, das Claymore war normal. Ui, oh, geile Scheiße. Die Sachen kann ich... Oh, ein Schlüssel. Die Sachen kann ich verdammt gut verkaufen. Aber es wiegt so viel. Moment, die leichten Sachen nehmen wir auf jeden Fall mit. Leider ist es schwere Rüstung. Ja, da kann man leider nichts machen. Das Schild nehme ich auch noch mit. Der Rest ist mir zu schwer. Juhu! Tja, da siehst du mal, was du mit deiner Dwemer-Rüstung auszurichten kannst. Wenn, selbst wenn ich einfach nur simple Eisenpfeile benutze. Jetzt werdet ihr Schmerzen kennenlernen. Ich möchte aber nicht Schmerzen kennenlernen. Guck, von mir aus fange ich auch alle Pfeile von dir ab. Und wir betteln uns einfach, wer mehr Pfeile aushält. Tja, ich glaube, ich habe dieses Spiel gewonnen. Und dank dir kann ich noch ein bisschen Wiederherstellung trainieren. Schon wieder ein Kampf. Wer denn diesmal? Irgendjemand von unten? Oh, fuck! Boah, von da! Woher kommst du denn? Na. Du heizt mir aber ganz schön ab. Und du bist eine Frau? Was geht denn bei dir? Ich werde euch in Stücke hacken. Hey! Du wirst mich in Stücke hacken? Ist es nicht ein bisschen ein unpassender Satz, wenn man Magier ist? Ich werde euch in Stücke hacken. Ich mag euch Magier nicht. In vielen anderen Spielen spiele ich gerne Magier, aber die sind mir hier so unfreundlich. Und ich mag euch hier nicht, weil ihr keine schönen Sachen zum Looten habt. So, jetzt sollten wir aber hier alles aufgeräumt haben. Dann schauen wir mal, was gibt es hier? Eine Kiste. Ja, Trank der Hexerei. Alles Schrott, Leute. Du hast wieder Pfeile für mich, das ist auch sehr nett. So, den Silberbogen... Eigentlich würde ich mir den Silberbogen noch irgendwann verzaubern lassen wollen. Aber wenn der genauso viel Angriff hat wie die anderen Bögen von mir, dann bringt das nicht wirklich was. Ah, eine Kiste. Nein. Die Faulheit muss obsiegen. Heuer. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, dann könnte ich die Leute doch noch looten, einfach um meinen Waffenschmiedeskill hochzumachen. Oder aber... Das wäre mir nämlich jetzt etwas zu umständlich und würde mir zu lange dauern eigentlich. Und wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir erstmal diesen schmalen Gang da entlang. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, ich will die Rüstungen und so von den anderen Leuten nicht einsammeln, da es nicht toll ist. Huch. Ah, schaut, wie ich es gesagt habe. Wir sind jetzt auf der anderen Seite von dem Tor am Anfang mit dem Hebel. Aber da wollen wir noch nicht entlang. Wir gehen erstmal wieder ein Stückchen zurück und gehen in den Raum, wo es wahrscheinlich das Amulett geben wird. Und zwar hier nach rechts. Hallo.
immer schön einen Pfeil im Anschlag haben. Okay. Was geht hier ab?